Secret Levels. Hier sind wir. Die geheimen Level. Ich habe mich vorgearbeitet. Ich hatte angefangen mit Erfrierung 3 damals. Deswegen starten wir bei den Kristallinseln jetzt mit den Secret Levels mal rein. Jeden Freitag kommt ein Secret Level. Gegebenenfalls auch mehr. Ich muss jetzt mal schauen, wie viel Secret Level ich quasi verpasst habe seit Kristallinseln, damit ich da ja so einigermaßen gleich aufkomme mit meinen Leveln. Also es kann sein, dass heute im Laufe des Tages dann tatsächlich noch ein Secret Level kommt oder sogar zwei und auch nächsten Freitag vielleicht sogar mehr als eins kommt. Da muss ich dann einfach mal schauen, wie viel Secret Level jetzt dazwischen auftauchen und was ich da quasi nachliefern muss. Wir starten auf jeden Fall mit dem ersten, liegt zwischen Kristallinseln 1 und Kristallinseln 2. Kostet 3 Kelche. Und ja, schauen wir mal. Restaurierte Gaia-Statue, Standard. Heile totes Land durch Kombinieren, okay. Erschaffe einen Lebensorb, auch kein Problem. Und heile das ganze Land. Sollten wir doch hinkriegen. Was fehlt hier drüben? Ein Ei. Fehlt ein Ei? Da fehlt ein Ei, okay. Da fehlt hier dieses Ei. Also definitiv dran denken, das Ei da erst reinzusetzen, bevor wir jemanden rauslassen. Sonst verpassen wir die Chance. Und jetzt lass mal eben schauen, wo geht's denn hier eigentlich los? Also, wir nehmen uns erstmal die ganzen Samen. Die lassen wieder zu wünschen übrig. Da kommen welche, juhu! Ah, da, 5. Hier ein kleiner 5er Merch, sehr gut. Dadurch heilen wir die Bereiche. Da können wir was rauslassen. Wir können hier oben den Weg frei machen. Kommen wir auf die Art und Weise bis hinten durch? Das würde mich wundern. Und das macht auch wenig Sinn. Macht das Sinn? Na, es macht immer Sinn irgendwie. Aber kommen wir wirklich so durch? Okay, wir sehen, wir schauen uns das an. Wir schauen uns das an. Hier können wir noch einen Merch reinmachen. Hier hinten. Aber da wird es ja schon tricky. Wie soll ich denn an das Herz kommen ohne Drache? Okay, wir machen einfach mal. Wir gehen einfach mal Step by Step. Okay, der hat das jetzt über. Okay, darüber, ja. Alright, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir machen können. Da nochmal die. Das lege ich mal da rein. Oh Gott, das ist nicht ohne. Nicht ohne diese Geschichte. Da machen wir mal das und. Komm, ein paar noch. Ich möchte gerne noch welche dazu haben. Ich möchte gerne einen 5er machen hier. Bitte, bitte. Danke. Und dann den. Ah, Mist. Ich hatte gehofft, die würden jetzt noch das zweite Herz hier heilen. Aber das Glück hatten wir jetzt nicht. Warum auch? Was soll das? Wo kommen wir noch weiter? Wo kommen wir noch weiter? Da erstmal nicht. Ich will das Herz hier aufheben, weil wir ja auch noch das Orb machen müssen. Wobei, ja doch, ja weiß ich noch nicht. Brauchen wir wahrscheinlich eh den Drachen für. Auf jeden Fall legen wir das jetzt aktuell noch zurück. Vielleicht brauche ich es mittendrin nochmal auf. Dieses Warten dann auch immer. Solange da oben nichts frei ist. Boah. Okay, jetzt können wir einmal das machen. Dann die hier hochlegen. Komm mal bitte her. Kommt da noch was, dass ich 5 machen kann? Ne, wir machen jetzt 4, passt schon. Dann hier oben Kombi. Okay. Einmal Kombi, die löst mir hier oben auch einiges. Dann können wir das so machen. Räumen wir erstmal auf Seite. Hier haben wir auch noch einen. Wow. War so nicht ganz gedacht, aber warum nicht? Bringt uns auf jeden Fall nochmal was.
Hier da oben haben wir noch den. Perfekt. So, jetzt haben wir den Bonus noch offen. Müssen wir uns auch überlegen, wo wir den hinlassen. Ich mache das hier jetzt einfach mal. Null Geduld. Einfach gemacht. Dann mache ich das. Den Pilz haben wir auch schon rumliegen. Legen wir auch frei hier hinten. Die sammeln wir mal weiter ein. Wie viel brauchen wir noch totes Land durch Kombinieren? Noch 12. Okay, noch 12 durch Kombinieren. Da oben haben wir auf jeden Fall noch mal was. Dann... die muss ich abwarten, die Samen. Wo noch? Wo komme ich hier mit den Herzen? Komme ich noch durch Kombinieren an totes Land ran? Sehr gut. Die hier müssten halt mal schlüpfen. Oh Gott, jetzt ist viel los hier. Ich wollte nicht, dass so viel los ist. Okay, jetzt langsam. Wir machen uns mal einen Busch. Das muss reichen. Dann nehmen wir die weiter. Ich will den nicht hochgehen lassen. Ich muss das Land so heilen aktuell. Aber ich brauche hier oben die Samen. Können die mal bitte was machen? Ah, den können wir noch nutzen. Ja, der ist perfekt. Okay, den können wir nutzen. Dann können wir hier auch noch so freischalten. Hier unten haben wir nichts mehr. Da habe ich gerade keinen Stein übrig. Schwierig. Ich glaube, da muss ich wirklich einfach weiter über das normale Blumenmerchen jetzt gehen. Dass ich dazu was komme. Machen wir mal das. Zack. 5. Wo kann ich mir denn die auf Seite legen? Hier unten. 1, 2, 3, 4. Da nochmal. Die Knochen. Ja, komm. Die benutzen wir jetzt einfach. Haben wir noch eins? Nee. Dann eben so rum. Da nochmal 5. Da nochmal. Dann da nochmal. Boah, es heilt sich alles durch das Kombinieren. Ich will es ja aber eigentlich. Übers Merchen heilen. So, jetzt aber. Mist, 4 Felder fehlen noch. Schwierig. Das wird super schwierig. Ich dachte nicht, dass das so schwierig wird. Wobei hier hinten ist ja noch eine Fläche. Vielleicht kann man da auch noch über Kombinieren was heilen. Ja, perfekt. Also hier ist noch einmal auf jeden Fall über Kombinieren. Dann können wir uns die Orbs noch holen. Bei denen können wir auch kombinieren. Wo ist denn eigentlich... Da, den Stein habe ich noch gesucht. Genau, und dann können wir die noch zusammenbringen. Können die Fläche hier noch heilen. Ah, das war dumm. Ich wollte die Orb-Geschichte eigentlich... Schnell, vielleicht zählt es noch. Die wollte ich so heilen, das hat gezählt, bevor die Pfeile sich aktivieren. Das war gut. Das hat tatsächlich gezählt. Okay, dann fehlt jetzt nur noch heile das ganze Land. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier oben kommen. Was davon quasi untot ist und was wir noch freischalten können. So. Die ganzen Höhlen können wir freischalten. Da lassen wir einfach mal alles raus. Die Eier nehmen wir mit hier rüber. Sind es die einzigen gewesen? Ja, dann machen wir das jetzt einfach mal. Geht ihr Drachen mal bitte irgendwas töten? Kümmer dich mal nicht um die Höhle. Kümmer dich um so einen Drachen hier. Also Drachen, Zomblin. Der Drache soll sich um den Zomblin kümmern. Wir jagen das ja mal noch hoch. Dann können wir vielleicht da nochmal was weitermachen. Los, 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 los. Ihr müsst die alle töten. Das ist ja hier... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weiter. Tobt euch aus. Bringt alles um, was ihr seht. Moment, da können wir noch was hochgehen lassen. Damit können wir auch noch jemanden töten. Und jetzt noch alle auf den. Achso,
So, das Ding haben wir auch noch. Okay. Okay, durch. Dann können wir jetzt die Höhlen kaputt machen, damit wir da rankommen. Jetzt muss ich nur, wo haben wir denn die Samen? Da, da können wir noch einen rausernten. Und hier ist der dritte. Perfekt. Einmal verbinden. Und dann können wir die gleich da unten hinsetzen. Die kleine Blume hier. Wenn die lieben Drachen sich mal hier drum kümmern würden. Wo sind denn die anderen? Was macht der denn da? Die anderen, der andere. Komm schon. Einmal noch. Perfekt. Dann die hier zusammen machen. Hier können wir die Statue freimachen. Oh, okay, Statue durch. Level geschafft. Ja, um die Kisten könnte ich jetzt noch kämpfen. Aber nee. Aus Spaß nochmal alle Bücher hier angetippt. Die bringe ich auch nochmal ganz kurz zusammen. Weil ich einfach super gerne in Kartenleveln diese Bücher antippe. Es ist so schön, wenn dann die Rucksackkisten rauskommen, also diese Eierkisten. Die sind einfach, ja, ich mag die. Die sind mega, wenn man das im Level einfach aufmachen kann, ohne dass man was einsetzen muss. Es gibt diese schöne Level Totemraster, da könnte ich ja Stunden drin verbringen. Es ist zwar wahnsinnig langweilig, aber irgendwie macht es halt auch Spaß. Ja, also Secret Level geschafft. Und mal schnell noch gucken, was wir hier noch rauskriegen aus den Boxen, was wir noch einsammeln können, bevor das Level sich verabschiedet. Ja, es ging. Es ging. Wir nehmen die Prismablume mit. Carla will die haben. Okay. Dann war es das aus dem Level. Ah, Secret Level abgeschlossen. Also wie gesagt, vielleicht sehen wir uns heute nochmal zu einem weiteren Secret Level. Und ansonsten, wie gehabt, morgen wieder. Morgen, Samstag, wieder um 9 Uhr. Nicht nachmittags. Ciao, ciao.